Sandro Santos kam mit 13 nach Japan, in Brasilien geboren, der Linksverteidiger der Mannschaft von Zico. Also schätze mal 15, 16, vielleicht 17 Grad, es ist windig. Brasilianer sind da andere Temperaturen gewohnt. Wird der große Zauber, wird eine Pflichtaufgabe? Die Fragezeichen vor dieser Begegnung. Und auf der anderen Seite kann Japan doch noch für eine Überraschung sorgen. Pelé nimmt es gelassen, unaufgeregt. Und er vertraut natürlich der Seleção wie auch Carlos Alberto Parreira. Und die über 200 Millionen Brasilianer, die jetzt an den Fernsehgeräten sitzen werden. Und vorne die erste Möglichkeit für Tamada, kleiner, wendiger, links, Ronaldo, immer noch wurde sein Gewicht thematisiert, Ronaldinho, da ist Ronaldo, Ronaldo, Kawaguchi, erste gute Aktion, sowohl links ist Gilberto, Kaká vorbei an Nakata. Und der Abschluss von Kaká, der das einzige Tor in Berlin erzielte. Robinho sehr auffällig in dieser Eröffnungsphase. Robinho, Kawaguchi. Da ist Inamoto. Also, auch mal mit einem Abschluss der Japaner. Robinho. Kaká, Robinho. Robinho. Robinho, Kawaguchi. Vielleicht einer der stärksten Angriffe der Seleção. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo und Kawaguchi. Da war schon mal wieder ein bisschen was von der Geschmeidigkeit in der Bewegung bei Ronaldo. Ronaldinho. Ronaldo und Juninho. Schauen Sie auf Ronaldinho. Geht nach rechts, spielt nach links. Ronaldo. Das ist Robinho. Robinho. Ogasawara mit Kachi. Da wird Gilberto überlaufen. Und Gilberto Silva. War unterm Strich gar nicht so dramatisch, stimmte nur die Absprache nicht, denn Gilberto Silva hätte einfach durchlaufen lassen. Inyo Tsuboi dazwischen. Da ist Maki. Beide japanischen Angreifer, Maki und Tamada. Da holt sich Robinho den Ball 35 Meter vor dem Tor. Robinho mit Ronaldinho. Ronaldinho gegen Nakamura. Ronaldinho. Mit der Spitze, mit der Hacke. Tamada. Inamoto. Gut. Schnell direkt gespielt für Alex. Da ist Tamada. Kein Abseits. Tamada! Tor! Es ist das erste Gegentor für die Brasilianer bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Seit 2002 als Michael Owen. Da ist Ronaldo. Kawaguchi ist draußen. Ronaldo. Jetzt müssen sie sich im Rücken anbieten. Da ist Robinho. Und die Chance fast vorbei. Ronaldinho. Ein, zwei, drei Übersteiger. Ronaldinho. Wann kommt der Abschluss? Hier, Ronaldinho. Sperren ohne Ball, so sieht es Poulard. Gegen Gilberto gibt es die zweite gelbe Karte in dieser Begegnung. Ball von Nakamura. Und er kommt gut. Abseits. Frauen. Ah. Juninho. Juninho. Ronaldinho. Hinten ist Cicinho. Und da ist Ronaldo. Ronaldo. Ich habe die ganze Zeit auf Kawaguchi gewartet. Aber der kam nicht. Der blieb auf der Linie stehen.
in der Nachspielzeit der ersten Hälfte egalisiert die Seleção und es ist lange gewartet. Nach einer anstrengenden und verletzungsreichen Saison mit und bei Real Madrid erzielt er hier mit der letzten Aktion der ersten Dreiviertelstunde den neu ins Team gekommen sind, aber sie haben trotz hohen Aufwands das 1:1 erst kurz vor dem Halbzeitpfiff. Robinho und da kommt Kaká. Ecke. Ronaldinho. Und es ist schon augenscheinlich, wie sie Gilberto Juninho. Juninho! Yoshikatsu Kawaguchi war im ersten Durchgang bester Japaner. Hier sieht er nicht gut aus und das ist relativ diplomatisch formuliert. Natürlich kann. Da kommt Gilberto. Kaji steht nicht ideal. In der Mitte ist Ronaldo. Offensiv orientierten Ogasawara. Das ist Hidetoshi Nakata. Dida. Daraufhin kam Gabe Diekmann, die Oberbürgermeisterin von Bonn. Ich erzähle die Geschichte gleich weiter. Gilberto. Ja. Gut, dass wir aufgepasst haben. Und wir freuen uns für den Mann von Hertha BSC Berlin. War die ganze rechte japanische Verteidigungsseite sehr frei. Da ist er. Hat ein Tor erzielt. Liebäugelt mit einem Wechsel in die Heimat. Grêmio Porto Alegre soll jetzt. Deshalb hat Juninho den Ball fairerweise ins Aus gespielt. Hält sich da das linke Knie. Kaká, Ronaldinho, Robinho, Kawaguchi. Juninho, Kawaguchi. Beschwert sich da, weil sie Juninho, es war doch nur noch einmal ein kurzer Versuch. Allerdings auch nicht mehr als ein Trainingsspiel für die Mannschaft von Carlos Alberto Parra. Robinho und da ist Ronaldo. Inamoto. Und auch Ronaldinho. Klar ist nur, dass er nicht bei den Bayern weiterspielen möchte. Das ist der Roberto Carlos, der hat eine exzellente Sicht. Juan. Guter doppelter Doppelpass mit Ronaldo. Minute. Ronaldo erzielt sein zweites Tor bei dieser WM. Es war wunderbar herausgespielt. 4-5 blaue. Alberto Pereira nimmt Dida vom Rasen und für ihn Nakamura. Abseits. Oguro. Das 2:0 gegen. Psychologisch sehr wichtig sind die beiden Tore von Ronaldo. Da bin ich mir sehr sicher, der sich jetzt schleppend hinterher bewegt. Alex. Und jetzt ist Schluss. Brasilien schlägt Japan mit 4:1. Ronaldo erzielt zwei Tore und Zico, der Brasilianer, der dieses Spiel schweren Herzens über sich ergehen lassen musste, gratuliert seinem Landsmann Carlos Alberto Pereira und schickt ihm beste Grüße hinterher für die Fortdauer des Turniers.